Ja, Mann, endlich ein Merch-Clip. Ja! Okay, Leute, ich raste aus, aber es gibt wieder einen richtigen Merch-Clip. Kein scheiß Car-to-Bike, sonst irgendwas. Nein, ein richtiger Merch-Clip. Aber Leute, bevor ich hier komplett eskaliere, lasst einen fetten Daumen nach oben da. Und Leute, vergesst nicht, das Plus wegzumachen oder den Abo-Button zu hitten, damit ihr nicht nur die krassesten Glitches in GTA Online verpasst. Aber ich würde sagen, fangen wir mal direkt an. Was braucht ihr für diesen Glitch eigentlich? Und leider ziemlich viel, Leute. Ihr braucht einmal für diesen Glitch natürlich ein Fahrzeug, was das Geberauto ist, was das Spenderauto ist, was die ganzen Tuning-Teile schon hat. Als nächstes braucht ihr natürlich ein Fahrzeug, was ihr gerne merchen möchtet. Es ist in diesem Sinne tatsächlich völlig egal, welches Fahrzeug ihr merchen möchtet. Es muss nur in eurer Garage stehen und halt tatsächlich auch von eurem Captain angefordert werden können. Apropos Captain, ja, ihr braucht hier eine Yacht. Das ist tatsächlich sehr wichtig, Leute, dass ihr hier eine Yacht besitzt. Und ihr müsst tatsächlich für diesen Glitch euch auch als CEO registrieren können. Denn wir müssen später den Bassard bestellen können. Es ist völlig egal, ob der Bassard 25.000 Euro kostet bei euch oder kostenlos ist. Das ist völlig egal. Und klar, zu guter Letzt, ihr braucht einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Habt das Ganze sehr gut, dann können wir mit dem Glitch anfangen. Als erstes dürft ihr euch mit euren Freunden in irgendeiner GTA Online Sitzung. In meinem Fall habe ich diese Aufnahme in einer Freundessitzung aufgenommen. Denn ihr und euer Freund trefft euch jetzt in dieser Sitzung und ihr fahrt jetzt zur Arena. Nein, ihr müsst die Arena nicht besetzen, ihr müsst einfach also nur dahin fahren. Seid ihr bei der Arena ankommen, geht ihr jetzt hier seitlich zur Arena, nämlich zu so einem Schalter. Denn wenn ihr zu einem Schalter hingeht, habt ihr jetzt oben links die Meldung, rechte Pfeiltaste zu drücken, um ein Ticket zu kaufen. Ihr drückt jetzt die rechte Pfeiltaste und seid jetzt in diesem Menü drin, um das Ganze zu kaufen. In diesem Menü bleibt ihr jetzt drin, denn als nächstes suchen wir jetzt unseren Bot raus. Die Botnamen habe ich unten in der Beschreibung bzw. Kommentare reingepostet. So, habt ihr jetzt euren Bot rausgesucht, in meinem Fall ist es jetzt Anavac 1B5, dann treten wir jetzt den Bot bei. Leute, jetzt kommt ein Timing-Part, also gut aufpassen. So, sobald die erste Meldung geladen ist, müsst ihr sofort dreimal X drücken. Dreimal. Danach kommt ja die zweite Meldung. Und diese zweite Meldung bleibt erstmal, denn ihr müsst jetzt auch ein Headset hören, dass ihr in den Wolken seid. Das bedeutet dieses Bumm, Bumm, Bumm. Typisch für GTA, wenn ihr halt hochzieht, ne? Und wenn ihr diese drei Wolken gehört habt, dann und erst dann, Leute, bestätigt ihr die zweite Meldung. Und wenn alles funktioniert hat, Leute, seid ihr jetzt in dem Modus für den Merch-Glitch. Aber wie wisst ihr jetzt, ob ihr in den richtigen Modus seid oder nicht? Naja, erstens, Leute, ihr habt keine Minimap. Zweitens, ihr könnt keine Waffen ziehen. Wenn ihr diese zwei Sachen habt, wisst ihr schon, perfekt, bin in dem Modus. Falls ihr in die Arena War Mission reingezogen werdet oder irgendwie die Minimap noch sicher habt oder sonst irgendwas, hat es leider nicht funktioniert. Versucht es einfach weiter, bis es funktioniert. So, euer Freund muss jetzt ins LSK-Meet reingehen, denn ihr trefft euch jetzt im LSK-Meet. Das Problem an dieser Stelle ist, da ihr jetzt in diesem Modus seid, habt ihr auch keine blauen Kreise mehr in GTA. Das bedeutet, euer Freund muss euch einladen ins LSK-Meet. Ihr kriegt jetzt auch keine Mitteilung, wenn euer Freund euch eingeladen hat. Sprich, ihr öffnet jetzt einfach euer Handy und schaut irgendwann nach, ob ihr euch immer eingeladen habt. So, in meinem Fall hat er mich jetzt eingeladen und wir können jetzt hier einfach reingehen. Seid ihr jetzt im LSK-Meet angekommen, dann registriert ihr euch jetzt als CEO. Seid jetzt als CEO registriert, dann ruft ihr jetzt euren Mechaniker an und bestellt euch das Geber- bzw. Spenderfahrzeug. Also sprich das Fahrzeug, was schon die ganzen geilen Tuning-Teile besitzt. Und by the way, Leute, theoretisch, wenn euer Freund auch merchen möchte, kann er jetzt auch sich verglitschen und ihr bleibt in LSK-Meet, denn ihr könnt natürlich später auch ihn wieder einladen. Also falls ihr beide gleichzeitig merchen wollt, kann er sich ab jetzt auch verglitschen gehen. Aber auch erst ab jetzt. So, hat er das Ganze gemacht, dann könnt ihr jetzt ein Sprintrennen starten. Das bedeutet, ihr geht ins Aktionsmenü, geht auf LSK-Meet und dann auf Sprint. Je nachdem, ob euer Freund oder ihr das gestartet habt, werdet ihr natürlich eine Einladung bekommen. So, diese Einladung dann einfach auf dem Handy akzeptieren, so dass das Sprintrennen auch gestartet werden kann. So, ist das Sprintrennen gestartet, dann respawnt ihr einmal. Ganz wichtig, ihr respawnt einmal. Seid ihr gerespawnt, fahrt jetzt als nächstes zum LS Customs in der Nähe. Seid ihr kurz vor dem LS Customs, dann öffnet ihr jetzt euer Aktionsmenü, geht auf CEO-Fahrzeuge und bestellt jetzt den CEO-Buzzard. Und Leute, ganz wichtig, schaut, dass der Buzzard in der Nähe von LS Customs ist. Das ist wirklich absolut wichtig, dass er nicht zu weit weg ist. So, ist der Buzzard geliefert worden. Ihr seht das nicht auf der Minimap, aber der wird irgendwo stehen. Dann könnt ihr jetzt in LS Customs reinfahren. Ja, ihr könnt tatsächlich reinfahren. Seid ihr in LS Customs drinne, dann drückt ihr jetzt einmal Kreis. So, dass ihr die Meldung habt, bist du sicher, dass du LS Customs verlassen möchtest. Und in dieser Meldung respawnt ihr einmal, indem ihr drei gedrückt hält. Aber Leute, dieses Respawning, diese Leiste unten werdet ihr nicht sehen. Ihr werdet irgendwann einfach einen Blackscreen bekommen. Wenn ihr diesen Infinity Blackscreen jetzt habt, dann brauchen wir unseren Bot noch einmal.
Wie gesagt, Botnamen in der Beschreibung bzw. Kommentare. Sind wir jetzt auf dem Bot-Profil da, dann treten wir ihn jetzt bei. Jetzt ist das ein bisschen anders als eben. Denn die erste Meldung akzeptierte mit X. Aber die zweite Meldung brächte mit Kreis ab. Ganz wichtig. Und tatsächlich die dritte Meldung, die dann kommt, die Fehlermeldung, könnt ihr auch mit X bestätigen. Und wenn alles funktioniert hat, müsstet ihr jetzt zu Fuß im Alice Customs stehen. Ihr geht's einfach raus. Und dazu, Leute, wird euch auffallen, dass ihr jetzt auch die Minimap wieder habt. Aber das hier ist tatsächlich alles nach Plan. Denn ihr lauft jetzt zu eurem Buzzard, der euch natürlich mittlerweile auf der Minimap angezeigt wird, und steigt ein und fliegt los. Ihr werdet merken, dass ihr relativ kurz Zeit später tatsächlich zurückgebackt werdet. Und das ist normal, Leute. Ihr werdet irgendwann zurückgebackt, in meinem Fall immer unter diese komischen Brücke, deswegen aufpassen, wohin fliegt. Und wenn das passiert ist, dann fliegt ihr jetzt zu eurer Yacht. Während ihr auf dem Weg zu eurer Yacht seid, könnt ihr das Interaktionsmenü öffnen, geht auf Fahrzeug und lagert euer persönliches Fahrzeug ein. Das ist ganz wichtig für diesen Glitch. Seid jetzt bei der Yacht angekommen, landet ihr jetzt mit dem Helikopter. Als nächstes öffnet euer Handy, geht auf Kontakte und geht zu eurem Captain. Denn ihr ruft es euren Captain an. So ist euer Captain drangegangen, habt jetzt so ein Optionsmenü. In der dritten Option könnt ihr sich ein persönliches Fahrzeug zu euch bestellen. Und das wählt ihr jetzt aus. Denn jetzt könnt ihr sich das Fahrzeug jetzt bestellen, was wir natürlich für diesen Glitch merchen möchten. Also sprich, das Fahrzeug, das noch keine ganzen krassen Tuning-Teile hat. Sprich, vielleicht das neue Fahrzeug aus dem DLC. Aber in meinem Fall bestelle ich jetzt den Brigade 6x6. Und ja, Leute, ich habe ihn in der Garage stehen. Wie geil ist das denn? Und naja, den können wir jetzt einfach bestellen. Wenn jetzt euer Wunschfahrzeug geliefert wurde, das seht ihr auf der Minimap und beziehungsweise vielleicht auch so am Strand stehen, dann haltet ihr das Dreieck wieder gedrückt und respawnt. Und wenn jetzt alles funktioniert hat, Leute, müsstet ihr jetzt im neuen Fahrzeug spawnen, aber gematcht! Wie geil ist das denn? Aber Leute, das Fahrzeug ist noch nicht abgespeichert, also cool down. So, um das Ganze jetzt abzuspeichern, muss natürlich dieses Sprintrennen jetzt erstmal beendet werden beziehungsweise abgebrochen werden. Sprich, ihr könnt es zu Ende fahren oder euer Freund, der nicht am Glitchen ist, verlässt kurz die Sitzung. Das funktioniert genauso. Jetzt seid ihr in der Open Lobby mit einem Fahrzeug, was noch nicht gespeichert ist. So, normalerweise könnt ihr einfach mit dem Fahrzeug jetzt in Alice Customs reinfahren und irgendwas umtunen. Und dadurch, dass ihr irgendwas mal umgetunt habt, wird das Fahrzeug so wie es ist jetzt gespeichert. Aber falls ihr jetzt nicht so normale Fahrzeuge gemerged habt, sondern so Spezialfahrzeuge wie ich zum Beispiel, dann funktioniert es leider hier nicht. Dafür gibt es tatsächlich eine andere Variante, die nicht ganz unkompliziert ist, aber um so ein Spezialfahrzeug abzuspeichern, werde ich euch einen zweiten Teil noch machen. Leute, ich weiß, der Glitch ist nicht der leichteste oder wo man am wenigsten braucht, aber es ist tatsächlich gerade aktuell der einzigste richtige Merge-Glitch. Falls ihr irgendwelche Fragen, Probleme oder sonst irgendwas auf dem Herzen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare und ich werde euch versuchen weiterzuhelfen. Aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst einen fetten Daumen nach oben da. Aber ich bin raus, euer Bombard. Ciao.